Hey Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal, heute wieder mit einem weiteren Video von Enshrouded und zwar einem Bauvideo, ausnahmsweise mal. Ihr seht hier, ich stehe auf der Düsterdickichtwarte und gucke zu unserer Community-Stadt Kattegat. Ich weiß nicht, ob ihr die Ausmaße davon sehen könnt, von dieser Warte hier aus. Wir können ja mal kurz drauf zufliegen. Dann seht ihr, wie viel hier von der Community tatsächlich schon gebaut wurde, wenn es dann natürlich mal rendert. Wir fliegen hier über unsere kleine, schöne Stadt. So, jetzt muss ich dann nur mal kurz einen Halt machen. Ups, aber nicht so einen abrupten. Und von hier unten sieht man es natürlich auch. Wir hatten hier auch schon ein Vorstellungsvideo, falls euch das interessiert. Aber heute sind wir eigentlich da, weil die gute Luni ihr Baumhaus seit Monaten noch nicht fertig bekommen hat. Und jetzt ist es aber endlich fertig. Ich habe mir die Zeit genommen, obwohl eigentlich meine Gedanken gerade bei unserem nächsten großen Community-Projekt sind. Und zwar unserer fliegenden Insel. Falls ihr darauf Bock habt, dann guckt doch mal hier oben rechts in der Infokarte. Dort habe ich das Vorstellungsvideo für euch. Wir gehen mal nach hier oben, denn der Baum hat ja auch eine kleine Geschichte, und so wie ich das verstanden habe, ist der Baum damals despawned, der ursprüngliche, der hier stand, weil unten drunter gebaut wurde, so habe ich das zumindest verstanden. Und dann hat die Community tatsächlich, weil ich dort schon angefangen hatte, auf dem ursprünglichen Baum mein Baumhaus zu bauen, kam tatsächlich aus gedüngter Farmerde und eben hier der Blumenerde einen Baum hochgezogen. Ja, und in dem, man sieht ein kleines bisschen vom Haus, habe ich halt eben dann weitergebaut. Gehen wir mal hier rüber. Hier ist nämlich dann der ursprüngliche Eingang. Ich blende euch dann auch immer wieder ab und zu ein paar Bausequenzen ein, wie ich das Ganze gebaut habe. Aber bitte seht es mir nach, denn ich bin so ein kleiner Kauderwelschbauer. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir auch schon mit der Bausequenz Nummer Uno an. Ich wünsche euch viel Spaß und let's go! Leute, und so stehen wir tatsächlich hier in meinem fertigen Badezimmer. Ich habe halt immer darauf geachtet, weil es ja ein Baum ist, dass ich quasi das Waschbecken, die Badewanne, die Dusche und so weiter, dass die in den Baum eingelassen sind. Ich dachte mir, das ist ganz cool. Hier bei der Dusche kann man den Duschkopf noch sehen. Hier mit ein bisschen Wasser, dann haben wir natürlich die eingelassene Badewanne und das eingelassene Waschbecken mit Blick, ja, Mai, auf den Baum. Und hier ist dann die Toilette natürlich mit was zu lesen, damit einem nicht langweilig wird. Genau, das ist also quasi mein Badezimmer. Es ist klein, aber fein. Ich bin aber sehr genügsam, mehr brauche ich also auch nicht. Und wenn wir dann vom Badezimmer aus weitergehen, dann haben wir hier natürlich so ein paar Fenster und einen kleinen Gang. Hier die Regale zum Beispiel habe ich eben aus dem Efeu gebaut. Klar, die Kerze steht jetzt nicht gerade, aber ein Baum ist auch nicht immer gerade. Ich fand es irgendwie ganz cool, dass man auch Regale so bauen kann. Hier weiter haben wir dann eine kleine Sitzgelegenheit, wo man sich einfach ein bisschen ausruhen kann, einfach so ein bisschen genießen kann. Wenn wir dann hier weitergehen, ist hier links die Eingangstür. Hier natürlich auch wieder ganz viel Baum. Hier ist noch so eine Leiter, die einfach rumsteht. Und dann gehen wir zur nächsten Sequenz.
meine Lieben, und hier stehen wir jetzt dann tatsächlich, ja, ich würde mal sagen, in der Küche, wobei Küche ist es jetzt nicht direkt, denn ich lasse mich natürlich von der Bäuerin bekochen, aber ich habe hier natürlich einfach so ein paar Ablageflächen, wo man dann vielleicht auch mal, weiß ich nicht, sich einen Salat machen kann, wo man halt kein Herd oder so dafür braucht. Und ja, genau, hier auch wieder so mehr oder weniger in den Baum eingelassen mit einem gemütlichen Feldteppich. Und dann gucken wir uns an, wie ich das Wohnzimmer gebaut habe. Da sind wir auch schon wieder. Hier haben wir jetzt noch ein in die Wand eingelassenes Bücherregal. Ich mag das sehr gerne, wenn es so in der Wand eingelassen ist. Ich finde, es gibt immer so einen besseren oder besondereren Touch, wie wenn es halt einfach so rumsteht. Dann haben wir hier jetzt das Wohnzimmer, den Kamin, den drehe ich tatsächlich gerne um. Ich weiß auch nicht wieso, aber mir gefällt es halt. Hier haben wir dann die beiden Sitzgelegenheiten, hier einmal und dort. Und hier ist eigentlich das Besondere, wartet mal, dass ich halt versucht habe, dass es mehr oder weniger durch die Äste, die von oben nach unten gehen, mehr so wie eine Art Schaukel aussehen soll. Hier haben wir dann noch so einen kleinen Couchtisch und ein paar Hocker. Genau, dann natürlich Lichter. Eine Fensterfront muss natürlich auch sein. Und durch die Fensterfront hier oben blicken wir dann ins Schlafzimmer, aber da kommen wir gleich dazu. Und jetzt stehen wir im Schlafzimmer und werden natürlich des Todes geblendet von dem Licht. Hier auch wieder bei dem Bett habe ich versucht, dass es mehr oder weniger ein schwebendes Bett ist. Ich glaube, es ist mir auch ganz gut gelungen. Und genau, hier habe ich zum Beispiel ein Regal eingelassen, wo man halt einfach jetzt solche Querbalken dann hat als Regalbretter. Das fand ich ja auch ganz geil. Hier auch nochmal mit dem eingelassenen Regal hier hinten. Und hier sind extra keine Mauern, denn wenn man sich hinlegt, hat man halt hier einen wunderschönen Blick dann auch zum Sternenhimmel, der jetzt leider nicht da ist. Und ja, das war es auch mehr oder weniger mit dem Schlafzimmer. Hier ist das Fenster, was ich euch vom Wohnzimmer aus gezeigt hatte. Und hier gehen wir dann ein kleines Treppchen nach oben zu so einem, ja, Mini-Balkon würde ich es jetzt mal nennen. Hier hat man auch nochmal eine wunderschöne Sicht auf unser Kattegat-Schild und ja, auch so ein bisschen auf die Stadt. Und dann gehen wir mal weiter zum nächsten Balkon, denn den habt ihr ja auch noch nicht gesehen. Wir gehen also hier wieder durchs Bad, einmal in die Küche und dann hier geradeaus. Hier habe ich tatsächlich dann auch drauf geguckt, dass eben keine Tür drin ist. Finde ich einfach freundlicher. Ja, und so sind wir auf dem anderen kleinen Balkon, wo man sich natürlich auch hinsetzen kann und die Aussicht genießen kann. Hier sehen wir auch noch einen anderen Baum und viele andere coole Bauten meiner Community. Hier auch nochmal ein Blick von oben auf die Stadt.
Und ja, genau, das ist mehr oder weniger mein kleines, feines Baumhaus. Wenn man jetzt zum Beispiel hier hinten lang geht und hier runter hüpft, könnte man sich hier natürlich auf dieser Fläche noch irgendwas Gemütliches hinzaubern, aber da weiß ich jetzt gerade nicht, was ich da haben möchte. Das ist also mein kleines gemütliches Baumhaus. Ich liebe es sehr, denn ich bin tatsächlich auch ein sehr naturverbundener Mensch. Ich mag Holzsachen, habe ich auch in meiner Wohnung. Und deswegen, ich liebe es, mehr Schnickschnack brauche ich nicht. Und jetzt habe ich auch endlich ein kleines fertiges Baumhäuschen. Ja, ihr Lieben, und in dem Sinn ist der Part dann auch schon wieder beendet. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Solltet ihr Interesse haben, an unserem neuen Community-Projekt teilzunehmen, dann joint auf jeden Fall meinem Discord. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dahin!